Good. Death door it is today. Sieht schon mal, sind wir der Gelangweilte da vorne? Der da. Der da am Arbeitsplatz hockt mit seinem Schwert. Ach, ich würde so gerne auf Abenteuer gehen. Weil die anderen, der da und der da ganz drüben, die arbeiten. Und er hat ja kein Arbeitsgerät. Da streckt sich. Ist auch eine Elster, während die anderen beiden Raben sind, oder? Mal gucken. Neuer Speierstand. Wisst ihr? Ich habe dieses Spiel gerade zum ersten Mal gestartet. War ein bisschen ein Save-File. Warum ist hier ein Save-File mit 8 Minuten? Irgendjemand spielt an meinem Computer. Ich schlafspiele. Also ich schlafwandle nicht, sondern ich schlafspiele offensichtlich. Meiner maybe? Nee, ist ja Steam. Ach, hey, da gibt keinen Sinn, vor allem auf 3. Das ist sehr hell. Oh, Feierabend. Mit dem Bus heimfahren. Dieser Halt. Entenkommissionshauptquartier. Endstation. L zum Bewegen. Geil. A ist die Dodge Roll. Okay, schlagen. Roll. Ich kann nicht springen. Ich will den Müller mal kaputt machen. Deine scheiße Müller mal kaputt. Verdammt. Hui. Die Bibliotheken sind connected. Ja, aber ich habe das Spiel selber. Deswegen, das ist nicht. Habe ein HP dadurch verloren oben. Aber ich kann auch nicht springen. Oh, was ist das? Oh, okay. Gut. Ah, das mit B. Aha. Wusch. Wusch. Okay, reicht zum Antippen. Ja. Es geht. Hab keine Seelen. Hab keine Funkler. Hab keine Sorgen. Geil. Keine Seelen. Es geht also um Seelen in diesem Spiel. Scheißbedienung. Früher hat man hier noch rauchen dürfen im Laden, hat ab und zu mal ein Uso for free bekommen. Ah, seit der Besitzer gewechselt wurde, geht der Laden den Bach runter. Nee, furchtbar hier. Hallo, ich brauche eine neue Monatskarte. Fahrkartenschalter geschlossen. Repariere gerade ein geplatztes Rohr. Bin in 3 bis 4 Jahren zurück. Die Geschäftsleitung. Gut, dann zahle ich aber auch nicht mehr fürs Busticket, ne? Wenn ich kein Ticket kaufen kann. Ja, ja, kann es sein. Mach schon kleiner. Was läuft denn wieder im Fernsehen? Läuft schon wieder Dschungelcamp? Wahrscheinlich. Meh. Okay. Ja, nee, RTL ist wichtiger. Das ist okay. Halle der Türen. Antikommissionshauptquartier. Okay. Und ach. Wir sollten uns beeilen. Wir wollen ja nicht zu spät kommen, was? Sagte er und stand da und hat aber nur geraucht. Also, Heute ist ja ESC. True. Ganz viele Leute gucken nur ESC. Ja gut, hab ich schon den Anfang verpasst. Jetzt ist auch egal. Der läuft immer noch. Boah, sagt mir einfach dann, wer gewonnen hat, ne? Halt, da unten funkelt was. Alt, alt, alt. Ich habe gesehen, hier funkelt wird. Wutsch. Nee. Funkelmauer kann ich nicht kaputt machen. Na gut. Gehen wir erstmal weiter nach links. Die Statue eines Helden.
Er hat uns befreit vom Joch der Bürokratie. Counter-Strike fast nur auf die Fresse bekommen. Und jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Die ganze Zeit ist mir viel zu warm. Zieh dich aus. Oh nein, wir sind im Büro. Sieh mal einer an. Auch schon zur Arbeit erschienen. Kein Wurm für dich. Denn nur der frühe Vogel fängt. Ach, vergiss es. Egal, heute ist dein Glückstag. Es gibt nämlich eine Seele für dich zu ernten. Und zwar nicht nur irgendein Seelchen, sondern eine Riesenseele. Denk nur an die Kommission. Ich hoffe, du hast deine Ausbildung nicht vergessen. Nimm dich in Acht, denn Riesenseelen leisten ganz gern mal Widerstand. Ich mache jetzt deine Tür für dich fertig. Meine Tür? Oh, das ist wie in Monster AG. Bei so einer großen Seele kannst du dir anschließend vielleicht sogar ein bisschen frei nehmen. Aber denk dran! Deine Tür bleibt offen, bis du mit der dir zugewiesenen Seele zurückkommst. Während deine Tür offen steht, bist du sterblich und wirst altern. Also beeil dich. Wir ernten Seelen, damit die Türen Energie haben, sodass wir mehr Seelen ernten können. Und so weiter, bis in alle Ewigkeit. So dreht sich das Hamsterrad. Wie dem auch sei, an die Arbeit. Und sieh dich vor. Wenn du stirbst, gibt es eine Menge Papierkram. Und für sowas habe ich keine Zeit. Und keine Lust, wie du klingst. Du bist der Chef? Hi. Er schläft. Das war unser Job. Oh ja, ich liebe es zu tippen. Dann kann ich genug davon kriegen. Okay. Der Typ befindet sich auf der Hauptplattform. Nun geh schon. Chill mal. Geht jetzt aber nicht hin. Nö, nö, nö. Warum willst du jetzt gerade mein FAQ haben, Elli? Was hast du, was suchst du denn da? Wusch. Also ist, ich habe ja den Dodge Roll, also ist es ja ein Souls-like. Man kann runterfallen. Flup, flup, flup. Lass mich durch! Die alten Büroräume werden noch auf Strukturschäden untersucht. Komm später wieder, wenn du von da drin was brauchst. Auf Strukturschäden? Hab's einen Rohrbruch oder was? Benutze den Aufzug nicht, benutze die Treppe! Weil ich Aufzüge nicht mag. Gott, was ist denn das für ein Riesenhub? Das ist aber nicht. Oh, ein Regenschirm! Aufheben. Du hast einen weggeworfenen Regenschirm gefunden. Bei schlechtem Wetter hält er deine Federn trocken. Du kannst dich im Waffenmenü mit ihm ausrüsten. Oh. Schaden 1. Schaden 0,5. Reichweite 2,5. Aber er kann bei Regenwetter deine Federn trocken halten. Hm. Schnitterschwert. Ein serienmäßiges Schwert zum Ernten von Seelen. Riesenseelen? Keine. Kristallbruchstücke? Sammle 4 Bruchstücke und deine Seele mit Lebenskraft. Bla bla bla. Magische Kapazität, was? Glänzende Dinge! Glänziges. Ich kann Glänziges finden. Geil! Da ist zu! Mann! So, von dir zu der Frankafaces Anleitung. Ich wollte nochmal gucken, wie das mit den Buttons geht. Alles steht da nicht drin. Aus gutem Grund. Rank of Aces ist ein zu mächtiges Tool. Und da hättest du auch Ausrufezeichen FFZ machen können. Sehe random Dave Streamrechner in der FAQ und denke mir selbst, der ist besser als meiner. I'm sorry. Das ist mein alter Gaming-Rechner. Der wurde halt dann ausgetauscht. Ich habe eben dank des krassen Supports 2022 letztes Jahr eine neue Grafikkarte spendiert. Aber auch nur für den Codec, weil die 30er-Serie einen besseren Codec hat als die 10er-Serie. Also vorher hatte ich halt eine 1080 drin, aber jetzt sind 3050 drin. Die hat, ich glaube, 280 oder so gekostet. Die war nicht teuer. Die war hart im Sale. Einfach nur für den Codec, deswegen. Ich habe eh komplett Low-End.
und geht jetzt aus 7. Serie vor. So, der Seelenhain, Aufenthaltsort der Auftragsseele. So, ich kann nicht hüpfen. Ich bin an alles antippen zum Abrollen. Ja. Hart antippen, ja. Was seid ihr? Wieso Waldgnome? Und Entschuldigung, ich wollte... Nein, ich habe ihm Angst gemacht. Okay, ich verstehe schon. Ryzen DDR3 Rechner. Ja. So. Ja, B, mach ich doch. Oh, hab ich... Ich hätte Energie... Oh. Das ist Energie, die man verschießt. Oh, guck. Oh. Okay, verstehe, was diese Anzeige nun von mir will. Ja. Direkt kämpfen, ich bin Half-Life. Hi! Dämonischer Waldgeist! Hi. Was wird das? Nee. Was denn das? Nee. Ich sehe halt nicht, was sie da tut gerade. Oh nee, sie steht auf. Aggressiver? Au! Ja, ja, ich habe halt nur 2 HP gehabt, weil ich ja 2-mal runtergefallen bin. Ah, ist okay. Einmal blöd in sie reingelaufen. In den Schlag. Ich hoffe, ich werde geheilt. Da kam großer Rabe und hat mich gehauen. Das ist jetzt frech. 100 Sonic-Köpfe. Ich glaube, ich wurde bestohlen. Und nun? Verlorener Friedhof. Verbotene Region. Wir sind ein Regelbrecher. Okay. Ist nicht so hübsch hier. Ich mag nicht, dass ich nur ein HP habe, weil... Weil ich von Anfang zweimal... Da oben, du Wichser! Komm mal rein hier! One on one mit Bitch! Macht Feuer auch? Schneide den Weg ab. Kletter da jetzt hoch. Da soll ich wahrscheinlich hoch. Das ist hier optionaler Extra-Kram. Kisten kaputt machen. Geiles Spiel. Spiel, in dem man Kisten kaputt machen kann. Das war in... Du hast einen Lebenssamen eingesammelt. Wenn du ihn in einen grünen Topf pflanzt, wachsen Seelenfrüchte, die du essen kannst, um deine Gesundheit wiederzuerlangen. Seelentopf. Ne? In Nier Automata. Eines der ersten Dinge... die ich bemängelt habe im Spiel, war so, keine Ahnung, nach 20 Minuten oder so. Dass ich Kisten nicht kaputt machen kann, die rumstehen. Dass die halt wirklich ausschließlich Deko sind.
Also ich mache lieber Vasen kaputt in Ocarina of Time. Ja, oder das? Was ist das denn da oben? Was scheint ihr denn für lustige Viecher? Mal was ausprobieren. Oh, ich kann auch mit Ding spielen. Aber ich kann nicht raus mit der Maus im Spiel. Diese Tür zu öffnen erfordert einen Schlüssel. Dachte ich mir bei dem Schlüsselloch beinahe. Hier geht es zum Gipfel. Das ist ja wohl der Gipfel. Rote Kugel. Du hast eine Masse von Seelenenergie eingesammelt. Die Seelenenergie kann in der Halle der Türen für Schnitter-Upgrades ausgegeben werden. Interesting. Da weghören, weil er über Nier redet und Spoiler-Potenzial. Nein. Ich habe nur gesagt, dass du Kisten nicht zerschlagen kannst. Und ich das direkt zum Spielbeginn bemängelt habe. Das wird dir, wenn du Nier Automata anfängst, selber nach, weiß ich nicht, vielleicht 20, 10 Minuten, 15 Minuten, ich weiß es nicht mehr. Au! Das ist mal eine neue Hub-Welt. Ich bin in dieser falschen Hub-Welt gefangen, kann das sein? Zwei Zeichen. Ah ja. Gibt es eine Sprintentaste? Nee, ne? Ich möchte bitte mehr als ein HP haben. Ach, mein Gott. Nimm mit. Wusch. Nein? Kein Wusch, dann kein Wusch. PS3 sind echt billig. Billig, aber nicht günstig. Ja. Definitionssache. Jeder definiert das, glaube ich, anders. Kaputt. So ein Topf. Same Pflanzen. Zu sich nehmen. Ha. Wächst die nach, ist die Frage. Sonst habe ich wenigstens wieder volle HP. Okay. Ja, gar nicht so gut wird. Okay, ich habe eine Dreier-Kombo. Verstehe. Danach habe ich... Ich hole mir erstmal das. Ich habe einen wichtigen Schlüssel. Ah, hier. Dreier-Kombo. Billig ist für mich mehr zu einer Beleidigung geworden, aufgrund vom Mobbing meiner Schulzeit. Ja gut, persönliche Erfahrung spielt da auch mit rein. Ist es für mich halt zum Beispiel nicht. Das halt wie jeder Mensch Wörter interpretiert aufgrund seiner Lebenserfahrung. Wow! Bin tot. Tot! Bam, bam, bam! Und nun? Den ganzen Scheiß nochmal! Oh, ne. Aber die Collectibles habe ich. Aber die Gegner gerade eben. Ach, guck mal, die Seelen habe ich aber behalten. Kein Gravity Damage. Wirklich Feuer oder so, sage ich. Ich muss die Heavy Attack mal ein bisschen mehr benutzen, glaube ich.
Schadet auf jeden Fall nicht. Ein schöner Strike auch nach vorne, ne? Kann ich auch noch die Richtung ändern werden? Ja, geht alles. Entschuldigung, Kleine, aber ich musste den da weghauen. Oh, und das ist jetzt ganz geblieben. Oh, und je nachdem, wie lange ich aufgeladen habe, macht es mehr oder weniger Schaden. Ergibt ja auch Sinn. Von daher... Ja, ein bisschen üben muss halt auch sein. Boing, boing, boing. Na, ehrlich stark. Ich habe gute zugelernt in den letzten 10 Sekunden. Ja, jetzt ist Witz gerade schlecht. Moa? Oh, wow. Bam! God Gamer Dave! God Gamer Dave! Dave ist der Witz. Den haben wir auch schon so oft. Was steht auf dem Grabstein eines Wanderers? Er ist zu weit gegangen. Oh, ich kann die Kamera drehen. Okay. Ich habe gerade etwas gemerkt. Ja, was ist denn? Nö. Oh, Bildschirm wackeln, das bitte weniger. Ah, hier. So. Hier, Waffe 1, 2, 3, 4, das ist egal. Nix tauschen, bla bla bla. Ausweichen würde ich gerne auf B haben. Dann machen wir das auf A schießen. A ist angenehmer für mich, weil es auf der Dark Souls-Taste ist zum Ausweichen. Ich habe zwischendurch einfach B gedrückt aus seiner Gewohnheit zum Ausweichen, weil Dark Souls. Ich kann mir da nicht helfen. Ich muss es auf die Dark Souls-Taste legen. Einfach für mich. So, deine Angel? Nee, das ist eine Schaufel. Sieh an, ein Schnitter. Meine Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Ja, nun. Dann lege ich mich ins Grab. Muss ich gegen den kämpfen? Ich kann hier nichts machen. Hallo? Leider lebe ich aber immer noch. Schade. Vielleicht solltest du mal einen heftigeren Angriff probieren. Das war nichts. Ich bin immer noch da. Und quicklebendig. Versuch's doch mal mit Anlauf.
Abrollen mit B und während des Rollens RT drücken. Was? Oh. Tut mir leid. Du kannst nichts dafür. Das geht allen so. Ich fürchte, mein Leben geht nie zu Ende. Ich kann es nicht erklären. Dabei suche ich schon seit unzähligen Jahren nach einer Antwort. Mein Name ist Stedwig. Meine Eule heißt Hedwig. Ich bin der Hüter der Gräber auf diesem heiligen Berg. Oh, und wenn du das Gefühl hast, es macht dich stärker, dann versuch ruhig noch einmal mich umzubringen. Du bist also meine Kampfpuppe. Geil, dodgen, bam, nein. Dodgen, bam. Dodgen, dodgen, bam. Kann ich es komplett auf Dark Souls belegen? Was ist denn RB? Menü rechts, ach, das ist egal. Ich mache mir jetzt eine Dark Souls-Steuerung draus ein Gutes. Also, tabalabhab hier. So, hier schießen. Ah, was auch immer. Da komme ich einfach besser mit klar. Man kann schon alles umändern. Ja, klar. Doch gut so. Das sind aber die besten Spiele, wo du das Menü komplett ändern kannst. Ja, aber soll ich hier hin? Hier fehlt die Leiter. Ich habe jetzt schon keine Ahnung. Ich laufe gerade einfach nur irgendwo hin. Da gibt es eine Höhle rein. Muss ich hier hin? Soll ich hier hin? Kann ich hier hin? Ist das alles richtig, was ich tue? Ich verstehe überhaupt nichts. Das hab ich mich ja schon so an die andere Steuerung gewöhnt, ne? Ach, kann ich klettern auf A legen? Y, interagieren. A. Gräber, ja. Hat er von Gräbern gesprochen hier? Ah. Ist er. Guck mal. 469 Seelen. Bumm. Bumm. Das ist voll geil. Roll, bumm. Roll, bumm. Hm. Ich geh in den Turm. Untersuchen. Hast du den Zwilling des Bauwerks entdeckt? Dort liegt ein Geheimnis für dich versteckt. Zwilling dieses Bauwerks. Ah, nee. Wusch. Nein, kein Wusch. Hier geht's zum gestrandeten Seemann. Hm. Da war was, da war was, da war was. Gegner. Gegner ist schon mal. Ich habe mich jetzt so an die Steuerung schon gewöhnt gehabt. Scheiße. Jetzt muss ich mich wieder umändern, dass ich die Steuerung geändert habe. Goddammit. Schlimm. Gestrandeter Seemann klingt nach einer Kneipe in Hamburg oder Kiel. Bisschen, ne? Aufladen. Aber wollen wir mal Standard wiederherstellen? Ja. Das ist Quatsch, was denn Y interagieren? Warum ist interagieren Y und aus? Das ist so dumm. Das ist Quatsch. Hier ausweichen B. Interagieren A. Schießen Y. Also wenn aber das ist so. Das Y. Oh. Nee, 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 das wollen wir nicht. Haben wir hier die Maus? Weg da. Kann ich aus dem Menü? Nein, auch nicht raus. Sticks tauschen ist reindrücken.
Sticks tauschen. Hier geht's zum Gipfel. Aha. Ein anderer Weg. Oh, hier ist der Typ vorhin lang gelaufen. Oh, wir laufen dem Pisser hinterher. Der mich beklaut hat. Schön, ja.